Vielen Dank, Sebastian, für das Übersetzen und Jacob Applebaum für seinen großartigen Vortrag, für seine großartige Rede, die er gerade gebracht hat. Freut mich, dass so viele Leute auch Englisch können, damit es auch interaktiv ablebt. Gott sei Dank gibt es ja mittlerweile amerikanische Serien zeitgleich über Internet auch in Deutschland zu sehen. Da lernen wir dann alle besser Englisch. Einige kleine Ansagen. Die Fahrzeuge mögen sich jetzt bitte in die entsprechende Reihenfolge sortieren. Es gibt garantiert hier Programmierer, die bei Towers of Hanoi helfen können. Ich bitte darum, dass noch ein paar Leute hier bei dem Auto mit der Datenkrake von Digital Courage mithelfen, die Arme in Bewegung zu halten. Da werden Helferinnen und Helfer gebraucht. Und ich bitte, dass Leute ohne Partei-T-Shirts sich zum Fronttransparent begeben und dort mit das Fronttransparent tragen. Das ist ein ganz wichtiger Job, weil wenn die zu schnell laufen, sind wir zu schnell wieder hier. Also dann am Fronttransparent macht man das Tempo. Also nochmal die Bitte, reiht euch drüben schon mal am Fronttransparent ein vor dem Lauti des AK-Vorrat. Ich nehme nur auf. Okay, das hat ihr merkt, es geht gleich los. Es kommt noch ein Redner. Wir werden danach dort links in die Alexanderstraße abbiegen. Ich weiß es erst seit ein paar Wochen. Die Alexanderstraße ist auch das. Die macht dann so einen Bogen und läuft dann Richtung Janowitzbrücke weiter. Und eine Sache habe ich noch gar nicht gesagt und bisher vergessen. Jetzt geht's ums Geld. Diese Demonstration kostet, wir haben keine Ahnung, weil wir haben irgendwann nur noch Geld ausgegeben und nicht mehr nachgerechnet. Hier noch eine Kleinigkeit, da noch eine Kleinigkeit. Ich brauche jetzt Leute, die uns helfen beim Geld sammeln unter den Demonstranten. Holger vom Kloff hat uns hier ein paar Eimer vorbereitet. Die will ich gefüllt zurückbekommen. Und Leute, die freiwillig jetzt einsammeln, ich übergebe dir mal hier die Haupteimer, du verteilst sie dann an weitere Leute. Und es sind, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es sind 10 Eimer und ich möchte 10 gefüllte Eimer wieder zurückhaben. Wir vertrauen uns untereinander, wir brauchen keine Geheimdienste. Da kommt schon der erste Zehner, vielen Dank. Ich nehme ihn persönlich entgegen, Herr Pofalla, vielen Dank. Zeigen Sie sich doch einmal, ja. Ja, jetzt müsste ein Treppchen da sein, aber hier werden so viele Fotos gemacht. So, in welchen Eimer darf ich Herrn Pofallas Zehner schon mal reintun? Wunderbar, die Kasse muss rascheln. Herr Pofalla, willkommen. Diese Demo, das kann ich Ihnen schriftlich geben, ist noch lange nicht vorbei. So, ich glaube, die Fahrzeuge sortieren sich soweit.